Beide Fahrer waren wirklich geschockt. Man spricht ja häufig auch von abgeklärten, kühlen Formel-1-Fahrern, aber ich habe da schon gesehen, wie bewegt und betroffen sie waren. Und das Gleiche gilt natürlich auch für unsere beiden Spieler, die auch jetzt nicht direkt aufs Zimmer gegangen sind, sondern auch erstmal das Bedürfnis hatten, zu sprechen, zu erzählen, wie es war, sich auszutauschen. Wir haben auch direkt unseren Sportpsychologen Hans-Dieter Herrmann vor Ort gehabt, der sowohl mit den Fahrern wie auch mit den Spielern gesprochen hat. Es war dann ein starkes Bedürfnis von Nico Rosberg und Pascal Wehrlein, aber auch von mir, dass wir eben jetzt nicht irgendwo den Tag so ausstreichen lassen wollten, sondern wir wollten wirklich zu den Betroffenen hinfahren. Von meiner Stelle aus kann ich jetzt aktuell wirklich, es müsste auch entschuldigen, nichts sagen, weil die Ermittlungen sind im Laufen. Da kann man im Moment nichts sagen. Die Strecke war sicher. War auch ein Dekret des Herrn Bürgermeisters, dass die Strecke war abgesperrt. An jeder Seitenstraße und jeden war ein Streckenposten und da waren auch Bänder, also die Strecke war sicher. Ich kann es wirklich auch sehr authentisch sagen, genau wie der Oliver, weil ich vor Ort später war und weil ich auch mit beiden Fahrern 2 Stunden zusammen war, dass wir das alle zutiefst bedauern. Und dass wir wirklich alles tun, um dieses Verfahren, um das, was passiert ist, aufzuklären. Und haben uns natürlich auch um die Familie gekümmert. Wir sind auch in Kontakt mit der Frau des Schwerverletzten und versuchen da zu helfen, wo wir helfen können. Und das sind natürlich Aktivitäten von Mercedes, die wir jetzt zum 10. Mal gemacht haben. Also wir haben alle möglichen Sachen dort schon gemacht. Sie finden auch eigentlich wöchentlich oder monatlich statt. Und auch in Gesprächen mit den Fahrern ist es ja so, dass sie dies sowohl für Produkttestung wie auch eben für Kundenaktivitäten oder wie auch immer ständig durchführen. Insofern muss man dann einfach mal sehen, aber die Lust auf solch eine Aktion ist natürlich jetzt erstmal nicht vorhanden.